Dieser Patient ist 13.000 Kilometer gereist, um hier zu sein. Er steht kurz vor einem chirurgischen Eingriff, der in seinem eigenen Land illegal ist. Seine Ärzte sind der Meinung, er gehe ein gewaltiges Risiko ein. Die wissenschaftlichen Grundlagen sind unbewiesen. Und es besteht die Gefahr, dass sein Herz zu schwach für den Eingriff ist. David Traub ist nach Bangkok, Thailand gekommen, um sich Stammzellen direkt ins Herz injizieren zu lassen. Er gehört zu einer wachsenden Zahl von Ausländern, die nach Ostasien reisen, weil sich die Stammzellenmedizin dort rasant entwickelt. Durch die Stammzellenforschung steht die Medizin kurz vor einer Revolution. Doch viele möchten nicht länger warten. Sie wollen jetzt behandelt werden. In manchen asiatischen Ländern umgehen die Ärzte langwierige klinische Tests und bieten ihren Patienten eine Behandlung mit Stammzellen an, die angeblich unheilbare Krankheiten heilen können. Diese Patienten verwetten ihr Leben auf eine unbewiesene und unerprobte Wissenschaft. Ist es das Risiko wert?